und damit herzlich willkommen zurück beim Oktoberfest-Manager hier mit unseren zwei Gästen, dem Ansgar. Hallo, guten Tag. Und dem Jonathan. Guten Abend. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon fleißig, beziehungsweise der Ansgar hat fleißig Kommentare herausgesucht und wir haben uns nach Möglichkeiten bemüht, die zu beantworten. Und damit wollen wir jetzt mal fortfahren. Mhm. Ja, ich muss mal gucken, was hier noch so gibt an Kommentaren. Wir haben ja in der letzten Folge echt schon einiges beantwortet und so groß ist der Kanal ja noch nicht. Mhm. Sehr mäßig. Aber Geschichten habe ich noch auf Lager. Geschichten? Wenn, also, sicherlich. Also, wenn es nichts mehr an Kommentaren geben sollte, kann auch sein, dass ich irgendwie was übersehe hier. Kann sogar sehr gut sein. Mhm, höchstwahrscheinlich. Zur Not kannst du ja welche vom Hauptkanal nehmen. Und die einwerfen, die kann man dann ja auch generell beantworten. Das machen wir dann auf dem Hauptkanal. Oder so. Hier, Modman 138 ist ja schon letzte Folge echt oft aufgetaucht, ist unser bester Kommentarschreiber wahrscheinlich. Und er schreibt, oh yeah, wieder einmal eine sehr farbintensive Auswahl der Fahrzeuge. Wenn die reale Welt so farbenintensiv wäre, dann wäre ich blau. Ja. So ist es wahrscheinlich. So wird's wohl sein. Dann wäre blau. Das ist wäre blau. Nicht schlecht. Wie die Schlümpfe, die sind auch immer blau. Und ich kann mir sogar vorstellen, um welches Spiel es wieder geht. Ja. Ich glaube, das ist nicht schwer zu erraten. So kann man das auch sagen. So. Muss dazu sagen, Niklas, Jonathan und ich, wir machen im Moment unser Praktikum. Schulpraktikum. Das heißt, man sieht sich eigentlich nie. So. Und deswegen hat man jetzt nicht mehr die Schule als zentrales Ereignisfeld, wo sich alles abspielt. Nein, man hat drei Ereignisfelder, wo immer mal nette Geschichtchen zusammengetragen werden. Und ich finde ja Niklas Geschichten schon immer echt lustig, ne? Muss ich ja sagen. Der ist nämlich in der Autowerkstatt. Muss ich ihm zustimmen? Der Mann. Ja, das ist immer sehr, sehr amüsant. Und ich erlebe ja manchmal auch so ein paar lustige Geschichten und auf einer Bahnfahrt letztens. Also die Bahnfahrten sind meistens das Witzigste an dem ganzen Praktikum. Auf einer Bahnfahrt stieg ein Niklas und mir schon bekannter Mann. ein. Etwas kleiner geraten. Schon sehr enge Jeans. Ein Kobold, ne? Ein etwas abgetragenen Pulli und einen hübschen Topfschnitt. Und der Gang dieses Mannes war ästhetisch gleichzusetzen mit einer Ente. Mhm. Ich meine, eigentlich interessieren mich solche Leute ja gar nicht, beziehungsweise ich mache mich auch nicht über die lustig oder sowas, aber nein, in diesem Fall ist es ja echt. Also, dieser Mann kam dann rein mit seinem Entengang und seinem Topfschnitt und er setzte sich mit seinem Entengang, soweit das möglich war, und dann starrte er. Er starrte tatsächlich mit riesen Augen. Erst lächelte er so eine Frau an. Das wäre ja noch halbwegs verständlich. Und dann habe ich mal so einen Blick riskiert und dann lächelte er mich an. Und, das war eklig, wenn dann so mit Topfschnitt geschmückter Pedo einen dann anguckt und so richtig anlächelt. So richtig, ist das eklig. Ja, und das hatte ich dann halt die halbe Fahrt. Lächeln und winken. War auf jeden Fall eine nette Erfahrung.
gibt's bestimmt noch andere Bahngeschichten. Ach genau, genau, noch aus uralten Zeiten. Da sind Niklas und ich nämlich nach Hause gefahren und dann auf dem Weg, da waren wir noch in der gleichen Bahn, da kam eine Frau rein. Diese Frau, die sah ganz normal wie eine ältere Dame aus und die hat uns dann vom Paradies erzählt, wie es denn da so ist und sowas. Immerhin wissen wir jetzt, dass es im Paradies keine Arthrose gibt. Genau. Das ist schön. Sie meinte dann, im Paradies, da gibt es keine Arthrose, da gibt es keine Krankheiten. Und hat uns dann ihre Leidensgeschichte erzählt. Das nur, weil man, also sie kam schon redend rein in die Bahn und dann habe ich sie angeguckt und dann waren wir natürlich der Ansprechpartner. Und dann habe ich natürlich mich auch mit der unterhalten, weil ich dachte mir auch, hat so einen anstrengenden Tag in der Schule, kannst du jetzt noch ein bisschen vom Paradies erfahren. Ja, war ganz interessant, muss ich sagen. Ich habe auch eine Bahnsache. Bin ich mal Bahn gefahren, kommt bei mir auch nicht jeden Tag vor. Da waren da zwei Frauen, die sahen schon relativ skurril auch aus. Ja. Und dann haben die sich Geschichten aus der Klapse erzählt. Auch nett. Echt. Zum Beispiel eine Ente oder so, vielmehr ein Mann, der wie eine Ente rumgelaufen ist. Also und deshalb habe ich mich jetzt erinnert wegen Ansgars Watschelmann. Also woran ich mich jetzt erinnern musste, ja. So von wegen im Paradies und so, da gibt es nämlich in der Bahn auch manchmal einen jungen Mann, sag ich mal, der sich stark bei der Feuerwehr engagiert und auch gerne mal aus seinem Leben erzählt. Ja, ja. Auch wildfremde Personen. Da saß mal eine Frau, die Frau, die hatte ein kleines Kind dabei und dieser Junge setzte sich so einen Sitz weiter oder sowas und fing auf einmal an zu erzählen. Die Frau war gar nicht interessiert am Gespräch, aber er hat erzählt. Er hat über sein Leben erzählt, dass er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr sehr engagiert, dass die Schulnoten nicht so klasse sind und sowas. Herrlich war es. Ja, jetzt kenne ich ihn und sein Leben. Ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Ach, dich? Ja, aber du hast mit mir gesprochen. Was? Ich habe gefragt, ob er dich auch kennt. Ach so, ich habe gehört, verstanden, ich kenne auch dich. Also, nee, nee. Nee. Und ich nicht zu vergessen, ich sehe gelegentlich eine Frau. So, die steigt in die Bahn ein, meistens immer an demselben Wochentag und dann auch meistens immer an derselben Haltestelle, hat auch normalerweise immer zwei Aldi-Tüten da. Ja, hat auch immer zwei Aldi-Tüten dabei. Das erste, was sie macht, wenn sie eingestiegen ist, sie läuft zum Fahrer. Und erkundigt sich immer wegen irgendetwas. Ja, jetzt mach mal vor, wie die das macht. So, da lief sie zum Fahrer in hastigem Gang, die Aldi-Tüten im Gepäck. Lief sie zum Fahrer, fragte, Entschuldigung, wissen Sie, ob die Rheinufer überschwemmt sind? Nicht? Dann ist gut. Dann lief sie wieder ganz hinten zu ihrem angestrebten Platz. Okay. Und Niklas, kannst du uns mal updaten? Das kam mich einmal vor. Beim nächsten Mal ist sie dann wohl auch von hinten wieder nach vorne gelaufen und hat sich nach dem Hochwasser erkundigt. Also da frage ich mich wirklich. Ja, schon ein bisschen. Ach, und eine Geschichte aus ganz alten Zeiten. Da stieg mal eine Frau mit lichtem weißen Haar ein und Niklas nannte sie die Mozart-Frau. Und das fanden wir damals unglaublich witzig und haben uns totgelacht. Und diese Frau fing auf einmal an mitzulachen. Das fände ich da ein bisschen komisch. Ja gut, die weiß ja nicht, worum es geht. War noch jemand dabei und später sollst du dann gefragt haben, hab ich gelacht? War echt klasse. Die habe ich, glaube ich, neulich auch noch mal gesehen. Ab und zu sehe ich die dann doch schon noch mal. Und die hat noch immer ihre ästhetische Mozart-Frisur. Oben kurz, unten lang. Und das auch mit der entsprechenden Farbe, ne? Genau. Ja. Doch, da habe ich direkt mal eine Frage, Niklas.
die ich jetzt zum dritten Mal stelle, die immer untergegangen ist, ob du uns mal updaten könntest, wie das Spiel gerade läuft. Ja, wie läuft das Spiel? Wir sind abgestiegen, so ein Mist. Wir sind jetzt vom 30. wieder auf den 32. Platz runtergestiegen. Edel Roth und Bruno Stadler sind jetzt wieder vor uns. Der Tag ist gerade zu Ende gegangen. Und jetzt fangen die letzten zwei Tage auf den Wiesen an. Und dann wird es wieder Zeit für ein neues Zelt, neues Personal und so weiter und so fort. Und ihr müsst mir nochmal helfen, ich muss eine Band auswählen. Was müssen wir dir helfen? Das habe ich jetzt nicht... Die Band auswählen. Ja, das ist ein bisschen... Achso, das ist ein bisschen in der Verbindung untergegangen gerade. Ja, ja. So, Dann liest doch nochmal alle vor. Trompetenterroristen, Rolling Bierbauchers, Schwabinger Herzdamen, Rooskirchenquintett, Wiesenmusi, Riemer Rocker, Feldmochinger Festmusik, Spastelroter Katzen, Kreiner Trompeter und Morphing Spiders Band. Na, ich bin für die letzte. Morphing Spiders Band, also ich würde eher zu den Spastelroter Katzen tendieren, weil die sehr preiswert sind. Okay, die hatten wir doch schon mal. In grauer Vorzeit, ja. Okay. Nee, ich nehme jetzt die Spastelroter Katzen. Egal. Endspurt, geben Sie noch einmal richtig Gas, um einen Platz in der Rangliste zu ergattern. Ja, wollen wir das mal machen? Gibt es noch irgendwelche... Letztes Mal war die Letzte, oder warst du Letzter, ne? Ja. Das hoffe ich jetzt mal zu steigern, noch in den letzten zwei Tagen. Und gibt es noch irgendwelche Kommentare oder Geschichten? Ich weiß nicht, also von mir nicht. Geschichten? Nö. Also, außer, nee, auch nicht. Eigentlich, nee. Naja, dann... Nee. Dann müssen wir uns noch irgendwas zurechtbiegen für die restlichen 4-5 Minuten der Folge. Vier, fünf Minuten. Was kann man in 4-5 Minuten noch machen? Auf den Kopf stehen und lachen. Du Schelm! Du Schelm. Ich Jonathan, du Scharlatan. Ich bin kein Scharlatan. Oh, da ist die Zapfanlage wieder ausgefallen. Also, ich verstehe Jonathan handelsüblicher Scharlatan. Ja, das ist interessiert. Du, da gab es doch immer den Spitznamen Dönertan oder Pizzatan. Okay, das mit dem Döner kam daher, dass ich Vegetarier bin. Und es gibt aber auch vegetarischen Döner. Der ist scheiße. Also der schmeckt nicht. Und wo kam der Pizzatan? Nee, der wurde dann dazu gemacht. Ich glaube, der ist... Also auf jeden Fall haben wir alle Döner gegessen. Ich wollte keinen Döner und seitdem war ich der Dönertan aus einem... Nun ja, nicht ganz klaren Grund. Nun ja. Und dann gab's noch den Gyros-Tan, den Steak-Tan und man kann die Liste ewig fortsetzen. Also vom Steak-Tan habe ich noch nie was gehört. Nee. Allgemein geläufiger Begriff. Und der Untertan, den gab's auch noch. Und dann gab's noch Begriffe, die überhaupt nichts mit Tan zu tun haben. Und dann gibt's auch noch Nathan, den Weisen. Den Weißen. Ja gut, das kommt daher, dass ich relativ helle Haare habe. Blond. Leuchtend weiß. Und da gibt es solche spezielle Leute, die mich angeblich vor einer weißen Wand nicht sehen können. Und dann gab's ein Buch und hinten drin stand, oder vielleicht stand es auch an der Tafel. Was war das für ein Buch? Klasse. War das Ödipus oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Ödipus. Auf jeden Fall, irgendwann kam dann der Begriff Nathan der Weise. Und zack, alle Blicke fielen auf mich und der Begriff Nathan der Weise entstand. Er ward geboren. Ja. Ödipus. Ja, das war auch eine Lektüre. Also, ich weiß nicht, habt ihr euch die durchgelesen jemals? Richtig vernünftig von vorne bis hinten? Nee. Nein. Also doch, falls unser Deutschlehrer zugucken würde, doch hab ich. Falls nicht, dann nicht. Dazu war es mir viel zu ätzend. Boah, diese Sprache. Boah. Nee. Huh. So, ich sehe, unsere Folgenzeit ist auch schon um.
Das heißt, okay, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ein schönes Tschüss von mir und... Und von mir. Tschüss. Und vom Ansgar vielleicht auch. Ja, von mir auch ein schönes Tschüss. Alles klar, damit hätten wir uns alle verabschiedet und ich sage mal, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Au revoir. Ciao, mit Bell.